Willkommen zurück zu Dead Island Freitag. Ja, es geht direkt los. Let's play Dead Island. Wie ihr in der letzten Folge gesehen habt, wir haben die Saftpakete zu den guten Leuten gebracht. Jetzt müssen wir in die Tiefgarage und den Truck holen. Und die Aufgabe ist laut Abenteuerführer, würde ich jetzt nennen, schwer. Du kannst ältere Hinweise im Menü aufrufen. Okay. Wir werden uns einfach mal zum Fuß dahin machen, weil ich glaube, sonst kommen wir da gar nicht hin. Ist ein großer? Weg. Demnächst haben wir, müssen wir uns mal, können wir uns wieder mal was Neues kaufen, weil wir jede Menge Geld schon zusammen haben. Falscher Knopf. Mal lang. Noch hier lang gehen. Eine Wasserrutsche. So, da ist das da Hotel, da muss da ja auch irgendwo die Tiefgarage sein. Fällt ins Wasser, aber du bist so doof. Idiot. Er kann gar nicht schwimmen. Er ertrinkt echt. Du ertrinkst? Oh, du bist ein Lappen, ey. Ja. Wollen wir mal weiter. Eigentlich könnten wir auch hier schön Urlaub machen, nur ein paar Zombies killen. Und schon haben wir unsere Ruhe. So, Genickbruch. Boom! Und kriegt gleich noch eine. Ja, wo ist er denn? Da. Schreckt uns doch nicht so. Ist das zu trinken? Ja. Tiefgarage ist hier lang. Und? Boom. Zack, erledigt. Okay, wir sind schon fast da, glaube ich. Das hört sich gar nicht gut an. Ich mag diese großen echt nicht. Da steht er. Okay. Zwei sogar. Da kommt er her. Folgt Papa. Wird Papa einfach an euch vorbeilaufen. Den Schlüssel suchen. Tja, und da sind wir drin. Haben wir so ausgetrickst, die idiotischen Zombies. Und jetzt sind wir in der Tiefgarage. Okay. Ah, da jucken wir mal kurz die Nase und weiter geht's. Maybe there's something in here. Hey, who are you? What are you doing here? I can see you through the camera, friend. I'm with security. Name's Davis. Oh, hier lebt wer. Das ist doch schon mal gut. Bisschen Schnappes. Ja, aber guck mal, hier gibt es bestimmt. Guck mal jetzt. Oh, boom! Oh, $600 ist doch schon mal schön. Dürfen wir jetzt nur nicht sterben, ne? Kurz und
Kopf jucken. Was gibt's hier? Was hat denn der Drucker? Eine Batterie, okay. Alter, was ist das denn? Dann müssen wir mal kurz, das will ich auf jeden Fall mitnehmen. Gehen wir kurz Inventar. Karte nicht verfügbar, ist okay. Inventar. Muss ich echt was wegwerfen? Oh Mensch. Ist eigentlich I-Inventar? Ja. So. Stock. Fallen lassen. Fallen lassen. Boah. Alter. Das ist geil. Wir zerstören erstmal unseren den hier. Alright then. I'll meet you in the lobby by the elevator. Was? I'm coming to you now. Hang on. Yeah, get off me! Ja, Lobby treffen, okay. Kasse ist immer Geld drin. Okay. Hier wollte also keiner shoppen. Hi. I'm right here. Good on you. You made it this far. Unfortunately, this is as far as you go. The security system has locked the doors. Now, I can still help you get through to the parking lot. But first, you gotta promise me something. My partner Ken was trying to make his way here when he ran into a mob of those things. If you find Ken, I'll tell you how to get to the parking garage, right? Okay. Ist das nicht schon Ken? Idiot. So ein Idiot. Da ist er darüber gefallen und ich konnte ihn töten.
Wollen wir da mal reingucken? Können wir hier gut rein? Na, komm her! Es wird ein Fest. Boom. Zack. Back the fuck off. Wird ein Gemetzel wird das. Ich wollte schon wieder, also ich habe schon wieder gemerkt. Stirb. Der ist bestimmt hier durchgelaufen, der Typ. Da ist noch ein großer. Das reicht jetzt. Brauchen die alle töten. Müssen wir mal hier unseren. Na, komm her. Zack. Essen. Boom. Chakalaka. Nein, wollen wir nicht. Na komm her und. Los hier mit euch. Oh, Sachen reparieren. Sehr gut. Klar reparieren. Den reparieren wir auch gleich mal. Können wir den noch updaten? Sehr schön. Modifizieren können wir nichts. Weiter geht's. Hell yeah. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt nächstes skillen werden. Was haben wir denn hier? Das ist ein bisschen Schmerzen. Tja. Läuft bei uns, würde ich sagen, ne? Es läuft, es läuft, es läuft.
Oh, die Duschen. Der hat doch gerade an der gefressen, warum? Duschen, ein bisschen Blut abmachen, sehr schön. Dann ist das Licht aus. Wir auf der Toilette. So, Hände waschen, wenn man auf der Toilette war, ne? Wisst ihr? So, und wie geht's denn jetzt weiter lang hier? Ach, hier rein, die Tür. Boom. Jetzt sind wir in der Umkleide, stirb jetzt. Oh, auf den Kopf, Mann. So. Quick then, up the stairs. Treppe hoch, okay. Alter, der hat... Nein. Was? Der hat uns hier runtergeschmissen? Hat er uns echt hier runtergeschmissen? Wir nehmen jetzt auch mal unsere andere Waffe. Ich glaube, die macht ein bisschen mehr Laune. So. Taschenlampe an. So, das Geld wieder einsammeln, ne? Jungs und Mädels, wir brauchen Geld. Wir müssen unsere Sachen auch reparieren. So. Ja, die haben uns bestimmt hier runtergeschmissen, die Säcke. Und? Sprungkick! Das war nichts. You're almost there! Was? Ich hab's fast geschafft, okay. Hier rein. Mal gucken, was jetzt kommt. Haltet euch fest. Oh, nix. Okay. Snack. Hope the hell he's okay. Okay. I need something for the pain. Otherwise, I ain't gonna fucking make it. Please, give me something. Oh, wenn er verletzt ist, das wird nichts. There was a first aid kit with with morphine in the medical room, if you you can find it. Hurry. Ah, komm. Let's hope there's something useful. Taschen erstmal durch. Leidet halt ein bisschen. Hallo. Guten Tag. So, da musst du voller fliegen. Das ist gut hier. Ich glaube, wir brauchen gleich einen Medikit. Ja.
Das ist gar nicht gut, Jungs. Snake. Nein, Mist. Ich wollte es nur aufheben. Nein, töt uns nicht. Na komm. In den Rücken. Mit dir. Trinken. Ah, hier ist auch schon die Station. Morphium. Ist hier noch was für uns? Schnell zurück. Oh yeah, that's better. So, hat er sein Morphium bekommen? Das wird ihm nicht helfen, glaube ich. Please. Das haben wir ihm ein Morphium gegeben, lass mich jetzt sein. I just wanted. Just wanted to see it. Welpen wollte sie ansehen. Just wanted to see the puppy. I'm so sorry I made you mad, Mama. I just that would be mad. Ich glaube, er ist nicht mehr bei uns ganz. Ich würde ihn fast erlösen. Toll, jetzt ist er sowieso tot. Oh, was für eine Verschwendung von dem guten Morphium. Oh, das wird jetzt wieder eine Schlacht. Jetzt hier nichts zu trinken. In die Eier. So, und schnell weiter geht's. Oh, ein Polizist. Hast du irgendwas Schönes? Auch nicht. Snack. So, gleich müssen wir doch da sein. Mensch, ist doch jetzt gut. Bleibt doch mal liegen, ey. Was ist denn los mit euch?
Ja, lassen wir euch mal da. Clear the corridor. Just be bloody careful. It's a shitload of fuckers in there. And I ain't opening the next door until you kill all of them. That one was quick as hell. What being the operative word there? Looks like that's all of them then. Okay then, get ready. I'm unlocking the door. Pay attention now. Listen. Sehr gut, das haben wir ihn endlich gefunden. Listen, the hotel security system is fried. Some of the security cams are deactivated, and some of the key corridors have been blocked, including the one to the parking garage. Needs to be rebooted. Luckily, you can reset it manually in a server room. But first, you gotta get past those bloody psychos. I used to work with those poor bastards. Jesus Christ. Rebooting it isn't difficult, but it does take some time. Follow the on-screen instructions and there shouldn't be a problem. Watch your back, though. Who knows who and what is in there? Also, wir rebooten das Hotel. Okay, können wir machen. Gehen wir mal kurz Quests. Also mit einer der Hauptquesten überhaupt. So, gehen in den Serverraum, sind wir. Achso, da sollen wir jetzt hin. So, aber damit endet der Dead Island Freitag. Wir sehen uns nächsten Freitag zu einer neuen Folge Dead Island. Ich danke euch fürs Zuschauen. Daumen nicht vergessen. Kommentiert. Feedback ist immer gut. Ich sag euch auf Wiedersehen und tschüss bei Bürgerim LP. Auf Wiedersehen.